Guten Tag, Frau Ministerpräsidentin Dreyer. Ich habe gestern mal ChatGPT befragt, Sie in drei Adjektiven zu beschreiben. Da kam raus, sozial, engagiert und erfahren. Wären Sie damit zufrieden? Ja, das ist wirklich eine ganz schöne Beschreibung. Das finde ich auch sehr passend. Das sind nämlich auch die Werte, die mich wirklich antreiben. In Sachen Erfahrung, welche Erfahrung haben Sie bisher auch in Ihrem Amt mit künstlicher Intelligenz gemacht? Auf der einen Seite natürlich, KI durchzieht ja inzwischen auch unser Arbeitsleben, Wirtschaftsleben und so weiter. Viel positive Erfahrung, weil es ganz viele Vorgänge erleichtert. Ich nehme mal ein Beispiel aus der Forschung und der Medizin. Wenn man mit vielen, vielen Gesundheitsdaten konfrontiert ist und ganz schnell mit KI eigentlich sortieren kann und einordnen kann, haben wir auch größere Chancen, dass man zugunsten der Menschheit Dinge voranbringt. Ein sehr einleuchtendes Beispiel. Aber es gibt natürlich auch die Schattenseite, die begegnet uns beispielsweise hier auf der ConCon sehr stark, nämlich wenn KI für falsche Zwecke eben auch eingesetzt wird in den sozialen Medien, in den Medien ganz generell, wo einfach auch Fake News und andere Dinge mit einer rasenden Geschwindigkeit durch die Welt geschickt werden können. Und das ist auch eine Gefahr für die Demokratie. Sie haben die Schattenseiten jetzt schon selber angesprochen. Der Digitalgipfel der Bundesregierung hat gestern getagt. Man ist sich da noch nicht ganz einig. Die Regierung will eigentlich die Linie fahren, dass sich die Firmen selbst regulieren. Also erstmal keine Regeln von außen für die Grundtechnologie. Wie stehen Sie dazu? Wir haben ja in der Medienwelt an sich erstmal sehr gute Erfahrungen mit dem Thema Selbstregulation gemacht. Also in unterschiedlichen Bereichen. Man muss auch Selbstregulation nicht verstehen als Selbstbindung, sondern es ist ja wirklich dann ein Verbund von Unternehmen, die sich zusammenschließen und Kriterien haben, um Selbstregulation durchzuführen. Ich finde, das ist der erste sehr wichtige Schritt, denn wir werden mit purer Regulation nicht in der Lage sein, der KI nachzukommen. Das heißt, wir brauchen Plattformen, wir brauchen Medienunternehmen, die sich selber auch dazu verpflichten zu sagen, wir gehen in einen Verbund der Selbstregulierung. Das Wichtige daran ist aber auch, dass wenn Selbstregulierung nicht funktioniert, dass man dann tatsächlich auch die Chance hat, zum Beispiel über Landesmedienanstalten oder andere auch einzugreifen und auch zu sanktionieren. Ansonsten wird es endgültig auch nicht funktionieren. Wie könnten solche Sanktionen ausgehen? Denn das ist ja wahrscheinlich eine Gratwanderung. Der eine erlaubt sich einen Scherz oder glaubt, das, was er jetzt gerade in die Welt gebracht hat, ist kreativ und lustig. Und der andere sieht eben genau darin eine Gefahr. Ja, es gibt ja Standards, ethische Standards, und nur darum kann es gehen. Also wann werden Menschen in ihren Grundwerten eigentlich verletzt? Was sind Fake News? Wie geht man um mit Falschnachrichten? Ja, und selbstverständlich braucht man dazu die Standards. Viele Anstalten haben sich diese Standards auch längst gegeben. Und natürlich diskutieren wir zurzeit auch auf der europäischen Ebene, auch bei dem Digital Service Act und dem AI Act darüber, was sind die Standards, was sind die Regularien und was sind die besonders risikoreichen Bereiche, wo man wirklich auch sehr streng sein muss mit dem Thema Regulierung. Sie haben die europäische Ebene angesprochen, da ist die Gesetzesgebung jetzt in vollem Gange. Wird das reichen, der Blick auf Europa? Ich finde es erstmal sehr wichtig, dass wir in Europa einen gemeinsamen Konsens haben und alle Plattformen und Medienunternehmen, die ausstrahlen in Europa, dass die einen ganz, ganz klaren Rahmen haben, was darf man und was darf man nicht. Und wir müssen auch verstehen lernen, dass eigentlich alle Medienunternehmen gefordert sind, egal ob Print, egal ob Fernsehen, linear oder dann digital, egal ob Plattformen, dass wir eigentlich zusammen eine wertebasierte KI in der Medienwelt auch anderen globalen Aktivitäten entgegenstellen müssen. Und selbstverständlich ist es auch erstrebenswert, irgendwann mal übergreifende Regeln zu finden, aber das ist sicherlich auch nochmal ein Schritt, der sehr, sehr weit ist. Ein wichtiger Punkt wird auf jeden Fall ja auch die Medienbildung sein. Das betrifft ja, also fängt ja schon bei der Selbstregulierung eigentlich an. Gibt es da auch noch weitere Vorgehensweisen, beispielsweise Umstrukturierung von Lehrplänen oder sowas, dass dieses wirklich mal in die Tagesordnung bei den Schulen kommt? Also Rheinland-Pfalz hat sehr früh begonnen mit dem Thema Medienkompetenz macht Schule. Wir haben in der Sekundarstufe 1 begonnen. Wir haben jetzt inzwischen auch, sind auch in der Grundschule, das so, dass alle Schulen auch wirklich erreicht werden sollen. Das ist eine Grundbedingung dafür, dass Kinder, die beispielsweise ja jetzt schon ganz stark auch in TikTok und anderen sozialen Medien unterwegs sind, auch verstehen,
was tut man und was nicht und womit ist man konfrontiert, also Kinder und junge Leute meine ich jetzt eher. Und selbstverständlich machen wir diese Angebote auch für Erwachsene, weil es tatsächlich auch wichtig ist, dass eine Generation, die nicht aufgewachsen ist mit diesen Technologien, auch versteht, auch ihren Kindern und Enkeln gegenüber, wie man kompetent eben mit diesen Dingen umgeht. Vielen Dank, Frau Dreyer.